Heute will ich mal nichts aus heimischem Holz drechseln, sondern eine kleine Dose aus Zirbe. Zirbe ist ein sehr besonderes Holz, aber leider wächst es hier bei uns auf der Schwäbischen Alb nicht. Deswegen habe ich mal mich im Internet erkundigt, wo bekommt man denn Zirbenholz her? Und dann bin ich auf den Drechselholz Laschinger gekommen. Der hat Zirbenholz und noch andere Hölzer. Den habe ich dann mal angeschrieben und der war dann so freundlich und hat mir einen Klotz Zirbe zugeschickt. Dann machen wir es mal schön mit dem Meißel auf. Schöner Zirbenklotz. Ja, also es hat auch Vorteile, wenn man einen schönen viereckigen, gleichmäßigen Klotz hat. Ich bin das ja normalerweise eher nicht gewöhnt, weil ich ja immer mit meinen selber grob zugesägten Klötzen schaffe. Aber, ja, hat auch seine Vorteile. Sägen wir es mal rund. So, jetzt habe ich es mal rund gesägt. Duftet schön nach Zirbe. Dann tun wir es hier mal schön auf mein Nagelbrett. Das ist beim Bohren sich nicht verdreht. Ich will da draus ja jetzt nicht bloß eine Schale oder das Unterteil von der Soße, sondern eine Dose und einen Deckel machen. Und dazu tue ich hier abstechen. Und damit ich dann nachher was zum Einspannen habe, zum Weiterbearbeiten, tue ich mir hier einfach so ein kleines Multiplex-Scheible da drauf leimen. Das kann ich dann ja nachher wieder wegdrechseln, aber dann habe ich da erstmal was zum Spannen. Dann leime ich es mal drauf. Ich kann jetzt natürlich auch schön zentrisch mit dem Reitstock. Jetzt tue ich dann hier ungefähr beim Kern abstechen, dass ich hier unten das Unterteil vom Döschen und da oben das Oberteil vom Döschen machen kann. Bin ich mal gespannt, wie das geht. Es ist unglaublich, wie schön so ein Zirbenholz duftet, so ein ganz zarter Duft. Und drechseln tut sich auch gut. Tun wir jetzt noch sägen. Ab. So, und was jetzt nämlich ganz wichtig ist, dass man nicht so rum mit der Schraube zwingen, also dass nicht auf der Seite das mit dem Drehteller ist, weil das hebt ja jetzt noch nicht so wirklich gut, dann würde sich das eventuell verdrehen. Und wenn ich es aber so rum mache, dann tut es da bloß drücken und auf der anderen Seite drehen.
Das kann manchmal ein ganz hilfreicher Tipp sein. Jetzt soll ich jetzt erstmal ein bisschen plan drechseln, dann da ein Innenfüßle machen, damit ich das nachher als Innenform habe. Weil sonst passt der mit der Maserung mit meinem Deckel nicht, weil der ist dann ja hier. Drehen wir sie jetzt mal um. Duftet gut. So, jetzt tue ich hier noch zwei schwarze Rillen reinbrennen, aber dazu muss ich jetzt erstmal eine Meißel, eine kleine Rille reinschaben. Beim Drechseln, da hat es jetzt ein paar Querholzausrisse gegeben, aber das ist nicht schlimm, weil das lässt sich sehr, sehr, sehr gut schleifen. Jetzt schleife ich es noch mit der 1000er Kammer. Glatt. Das Holz ist echt ziemlich glatt. Also. Schön. Jetzt habe ich es ja fertig geschliffen. Wunderbar glatt geworden.
Jetzt müssen wir umdrehen. Und innen aushöhlen. Ah, die Farbe ist schon schön. Auch wie es glänzt und die Struktur. Hier noch eine Vertiefung im Abstecher reinmachen, weil das soll ja ein Deckel mit Schattenfuge werden. Tue ich es noch mit einem Akkuschrauber und unserer Schleifscheibe drauf ein bisschen schleifen, weil es gibt ordentlich Querholz ausgesehen. So, dann nehmen wir es mal ab. Und machen dann jetzt den Deckel. Jetzt ist das auch trocken. So, dann muss ich jetzt mal planen, drechseln. Ja, darf man ordentlich. So, dann tun wir hier jetzt noch ein bisschen reindrechseln, damit der Deckel erstens leichter wird und zweitens man da innen noch entspannt Füßle nachher kennt. Jetzt habe ich es da in eine fertige Drechsel und geschliffen. Passung passt auch. Dann nehmen wir es jetzt mal aus dem Futter raus und drehen das Ganze um.
Hier mein Multiplex-Füßle hat wunderbar gehalten. So, jetzt muss ich dann hier eigentlich bloß noch eine schöne Runde drechseln und das Füßle da weg. Dann bin ich auch schon fast fertig. Auf der Suche nach einem Holz für da oben bin ich auf das Stück Wangenheimer Frühzwetschge gestoßen. Guckt mal, wie schier das da innen aussieht. Aber für so kleine Sachen gehe ich auch immer noch gerne auf meine kleine Drechselbank. Sieht doch schon mal ganz gut aus. Das passt auch hier rein. Dann sind wir jetzt eigentlich fertig. Leim ist drauf. So, jetzt ist sie fertig, die Dose. Hat auch relativ viele Späne gegeben. Darauf kann man viele Duftkissen machen. Schon schön, das Holz. Schade, dass es bei uns nicht wächst. Aber dazu gibt es ja Drechselholz Laschinger, die wo einem das Mittelschachtel für die Späne gleich nach Hause liefern. Also, randvoll die Schachtel.